Ja, das ist das 11. DBVC Dialogforum und ich begrüße euch alle auch im Namen des DBVC. Die Idee war, wir brauchen einen Dialograum mit den Menschen der Gesellschaft, mit unseren Partnern dort. Wir wollen nicht eine Bühne aufmachen, wo jeder Berater zeigt, wie schön er ist und seine Kärtchen verteilt, sondern wir wollen eine Bühne aufmachen, bei der wir die Menschen, mit denen und für die wir arbeiten, die Organisation fragen, wo seid ihr denn mit den Themen, für die auch wir uns schlau machen, wie weit ist die Entwicklung, was können wir bislang dazu beitragen und können wir zusammen am Stand der Entwicklung diskutieren, wie die Sache sich vielleicht weiter entfalten könnte. Also es geht um ein wohlwollendes, kollegiales Diskutieren. Und wenn wir das alles zusammentun, dann arbeiten in dieser Sparkassenfinanzgruppe in Deutschland 335.000 Mitarbeiter. Und damit ist diese Finanzgruppe eigentlich eine der größten der Welt. Und das heißt, in der gesamten Organisation wächst diese Performance-Orientierung und auf unterschiedlichen Ebenen werden ganz andere Erwartungshaltungen zum Ausdruck gebracht. Aber es gab noch nicht dieses Bewusstsein dafür, dass es nicht ausreicht, wenn du sozusagen strategisch positioniert sein möchtest, dass du qualifizierst, sondern dass du auch immer überlegst, wie klinken deine Qualifizierungen ins System ein. Ich finde beeindruckend, wie gut sie die Organisation in ihrer Verfasstheit, ihrer Kultur sehen können, wie gut sie darauf Rücksicht nehmen. Wie unterscheiden Sie das von der Erkenntnis, die Organisation ist so und so und ein bisschen vom anderen täte ihr gut? Ich bin der Vizepräsident dieser Verwaltung, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. Was wir machen, was wir tun und warum wir uns vielleicht etwas früher mit Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und anderen Dingen beschäftigt haben als die übrige Hessische Landesverwaltung, das versuche ich Ihnen auch vielleicht mit wenigen Worten zu schildern. So geht es nicht weiter. Wir reagieren ständig nur und wir wollen jetzt irgendwann mal wieder agieren. Wir haben gesagt, wir müssen aus dem Stillstand, in dem die Verwaltung sich gebunden hat, müssen wir weg. Das geht so einfach nicht mehr. Wenn Sie heute, und das ist jetzt kein beschönigendes Bild, wenn Sie in die Verwaltung gehen würden und würden nachfragen, dieser Prozess, den wir jetzt angestoßen haben, hat dazu gebracht, dass die Beschäftigten wieder Zukunft sehen, dass sie wirklich zufriedener an der Arbeit gehen. Das war die Vorgehensweise, aus sich heraus iterativer Prozess, um in eine Ideallinie zu kommen und die Erfahrung integriert und dann weiter. Teamarbeit ist als Arbeitsform eingeführt für 1600 Beschäftigte. Abstimmung zwischen Teams und Führungskräften erfolgt kontinuierlich, dass ich keine zwei Subsysteme kriege. Ja, das wäre ja fatal. Alle Teams arbeiten im Rahmen von Zielvereinbarungen und alle Teams führen regelmäßige Teamsitzungen durch. Den Termin fürs nächste Jahr findet ihr am Ende der Teilnehmerliste. Save the date, come back and tell others. Danke.